Und mit diesem schönen Cliffhanger geht's weiter. Wir bekommen die Auszeichnung Arzt des Jahres. Krankenpflege des Jahres geht an Allison Speisekammer. Heißt die echt Speisekammer? Hausmeister des Jahres. Orbi-Stiftung. Nein, das kriegen wir nicht. Okay. Oh, auch der Assistent des Jahres geht an die Orbi-Stiftung. Orbi-Stiftung. Todesfälle kriegen wir garantiert auch nicht. Bange. Meditech. Jumbo Mega. Oh je. Einen Patientenpreis kriegen wir. Ja! Wir haben den Patientenpreis gewonnen. Wonderful. Wonderful. Wir sind Arzt des Jahres, Krankenpfleger des Jahres und wir haben den Patientenpreis gewonnen. Yay! Hör auf. Wir haben nicht zu viele Hausmeister. Die müssen ja auch. Komm mal, hier müssen die gießen. Das ist schon auf vollster Stufe. Ist alles super. Wir müssen noch ein paar Geister fangen. Ein Gebäude besitzen. Jetzt kaufen wir den Teil noch. Dann haben wir nämlich drei Gebäude. Jetzt kommt als allererstes mal ein schöner Pausenraum und ein Klo rein. So. Ach, besitze drei Gebäude. Ne, halt, wir haben da drei Gebäude. Das ist dann theoretisch das vierte Gebäude, aber eins, ja. Hier fehlt Arzt. Geht doch, hallo, wir haben Profit von 26.000. Was willst du? Ich brauche noch einen Arzt. Oh, der ist gut. Rein da. Ja, ich weiß. Es fehlt ein Krankenpfleger. Krankenpfleger, der ist gut. Halt. Dafür braucht's auch einen Arzt. Ja. Du kannst es doch. Siehst du, du kannst es. Ah, unser neuer Teil. Besitze drei Gebäude. So, dann machen wir noch. Zimmer. Ach, das brauchst du für ein 2-Sterne-Krankenhaus, ne? Ja. Bau da jetzt einfach kurz eine Apotheke rein. Ne, die Apotheke war nicht dran. Man kann nie genügend Apotheken haben. Apfeleimer und einen Feuerlöscher dazu. So. Und dann upgraden. Dann nehme ich auch das erledigt. So, Zimmer. Außenzimmer. Für unsere lieben, netten Kollegen. Die Tür kommt direkt dahin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann einen Getränkeautomaten. Dahin. Ich brauche keinen Kredit. Das ist wieder der schlimmste Bankberater der Welt, ey. Der will mir dauernd einen Kredit andrehen. Ich bin hier, um all euch was Apfeleimer, Feuerlöscher. Hier kriegt er auch noch eine Pflanze. Ach, ihr kriegt zwei Pflanzen. Und ihr habt dann noch. Hey, wir sind ein 2-Sterne-Krankenhaus. Wir haben einen neuen Umköpfer. Super.
und ein Foto. Wenn das nicht schön ist. Es ist möglich, dass nur sie mich gerade so. Eine Beförderung. Ja, ja. Hier hast du mir Geld. Annehmen. Beförderung. Beförderung. Erledigt. Den auch upgraden. Heile 20 Patienten. Reiche Krankenhausstufe 10. Fange 3 Geister. Okay. Visualisierungsmodus. Sieh die Welt durch einen topfmoderne Krankenhausladebrille. Diese von Banden. Naja, okay. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Das ist unsere Patientenliste. Okay. Krankheiten. Und unser Personal. 18 Ärzte? Ne, 7 Ärzte. Ja, gut. Passt. So, ich hoffe, die freuen sich hierüber. Dann kriegen sie noch ein neues Klöchen. Schön großes Großraumtoilette. Dahin, Waschbecken, Trockner, Abfalleimer und falls es auf dem Klo mal brennt. Wunderbar. So, wir haben wieder Nachrichten. Beförderung. Ja, du kriegst mehr Geld. Leider haben wir den Wunsch von... Ja, Entschuldigung. Aufgeblasenes Ego und Kopfkrabbenbefall. Jetzt will ich mal wissen, wie das mit dem Umtöpfe funktioniert. Er hat einen Topf auf dem Kopf. Okay, wird angesogen. Au! Der tut doch weh. Danach haben die doch Topfschmerzen. Hey, 113.000. Das wundervoll. Krankenhaus läuft. Der beschwert sich, wir hätten zu viel Mitarbeiter. Oder wir bräuchten Bargeld. Helles Köpfchen. Es gab ja vorher einen Ausbruch von Helles Köpfchen. Einige Betroffenen haben durch eine Reihe von Leuchtsignalen erklären können, dass sie behandelt werden möchten. 7 Patienten. Wir setzen auf normal zurück. Und bauen eine zweite Entleuchtungsklinik. Wir nämlich die schneller behandeln können. Ich habe angefangen, meine früheren Leben zu erkunden. Ich habe versucht, und Uhren zu hypnotisieren. So. Aber der Klang meiner eigenen Stimme scheint am besten zu funktionieren. Wenn wir den jetzt noch schnell genug upgraden. Ich sage eine Sache. Dafür brauchen wir einen Arzt, haben wir gelernt. Und dann sage ich eine Sache. Bitte sei gut genug dafür. Und eine andere. Du scheinst gut genug zu sein. Du gibst Gas. Womöglich seid ihr jetzt und auch dann schaffen wir hypnotisiert. Das. So weit gut aus. So, was ist das? Ja, die dürfen kommen. Guck mal, da kommen welche. 7 Stück sollen wir heilen. Die ersten haben wir geheilt. Mahine. Mahine. Ah, ist gut, ich geb noch ein paar. Hier hat ein Broschürenstände. Da ist eine Bank. Hier ist eine Bank. Da ist eine Bank. Hier ist eine Bank. Hier ist eine Bank. So. Hier ist noch ein Erleuchtungsposter. Passt zu euch, ne? 2 von 7 geheilt, das heißt, nur noch 5 heilen. Aha. Oh, Mahine! Nun bauen wir hier einfach nochmal einen hin. Komm. Zimmer. Entleuchtungsklinik. Das passt.
passt von der Größe her. Ist, glaube ich, viel zu groß. Egal. Hin damit. Dafür noch ein Arzt. Dir kann alles. So, hier dann noch. Na, halt Objekte. Ne Bonk. Noch ne Bonk. So. Okay, da kommt keiner. Schade. Schaffe 90 Tage. Boah, kriegen wir hin. Kriegen wir sicherlich auch irgendwie hin. Ja. So, Stufe 2. Okay, hier noch ein Fenster. Spind. Für die zwei, ein Abfalleimer. Ein Feuerlöscher. Die Pflanze. Ein paar Poster? Bringt jedes Poster was? Scheiße. Eine Pflanze. Weiß es nicht, was können wir da noch machen? Ein Foto? Hier noch ein Foto hin. Ha! Stufe 4! Das heißt, wir haben ihr. Fuck, was war das? Pausenzimmer! Scheiße! Nein! Verdammt! Es war das Pausenzimmer. Und nicht die Station. Na, hier kommen ein paar Fotos hin. Erledigt. Scheiße. Wieso war ich bei Station, ey? Nein. Okay, die Station auch auf Level. So, wundervoll. Das haben wir auch geschafft für unser. Haben wir, du hast alle 7 von 7. Yay. Da bin ich glücklich. Verdiene 1 Million, haben wir auch geschafft. Karriereziel. Das nach Firmenversprechen alle Krankheiten heilen soll. Lediglich um Pflaumensaft mit Pinienaroma. Zumindest schmeckt es gut. Hä? Was ist denn jetzt Karriereziel? Ja, wo ist. Hä? Wo ist denn jetzt Karriereziel? Toilette, Hygiene, Temperatur. Aktivität. Okay, kein Blatt. Übersicht? Auszeichnung? Kriegen wir Auszeichnung? Ne. Okay, gar kein Plan, wo es ist. Egal. Das war's erstmal mit dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Two Port Hospital. Bis zum nächsten Mal. Ciao.